Ja, hallöchen, liebe Leute, ich lache, grins, grins, hallöchen, mein Kaffee am Start. Willkommen zur nächsten Folge von Greedfall, liebe Leute, Greedfall, Folge 32, na, haben wir ja schon wieder soweit, ne, 32er Folge. Wir sind hier im Dorf von Vignamri. Wir sprechen mit Ulan. Mit Ulan. So, was haben wir da? Schnellreisepunkt oder was? Was ist das hier? Reisen. Hey, da können wir sogar reisen. So, da oben dürfte es sein. Ja, hier rein. Ja, wir sind hier im Vignamri. Das ist ein Dorf von einem Stamm. Händlerstamm, ne? Und da ist der Ulan. Hi, Ulan. Bertitumad, I am Ulan, chief of the village of Vignamri. You have a peculiar face, and it looks familiar. I didn't know that people from the continent could bear the mark of the Onol Manawi. Sega. To what do I owe the pleasure of your visit? Ja, über den neuen Händler Neusserin sprechen, auf jeden Fall. I met a member of your clan in Neusserin, a merchant. Oh, so you are the strange Onol Manawi who helped and saved our hunter. Yeah, you shot so awesome. I am very grateful to you. May the trees along your path always bear fruit. Ja, hoffentlich. I knew the Renaigse could be good. And you proved to everyone that I was right. You are someone that the kings of the Renaigse respect and listen to. Level 9. As the legate of the congregation, it is true that I can talk to all the governors of this island. That is what I thought. I need your help to talk to the leader of the great city of Hikmet. Ich akzeptiere es einmal. About what? I want to meet him to offer a peace treaty between his clan and mine. The Sisaigname. Friedensvertrag, okay. Many kings want to chase the Renaigse away from the island, especially the kings of Hikmet. Na, Hikmet ist nicht so wirklich. We could learn many things from them, and we could arrange a great deal. I see. I can indeed talk to the governor about your desire to make peace. Ja, sicher. If you do talk to him, can you also tell him that one of my clansmen has come to trade with his town? I sent him some time ago. But I was told that the soldiers did not let him in. He fears for his life, because some other clans do not look favorably on exchanges with the Renaigse. He could be attacked at any moment. Das stimmt. Müssen wir ihm helfen? Very well. I will make sure that he obtains permission to enter. Ja. Sehr gut. Ich bin aufgestiegen. Ja, eine Fähigkeitenpunkt und einen Talentpunkt. Ich freue mich, liebe Leute. Ah, jetzt, es ist einfach ein geniales Spiel. Ich mag es so sehr, Leute. Ich spiele es einfach gern. Wir plündern da mal ein paar Sachen. Goldmünzen, giftige Falle und Munition. Ja, wir können ja da etwas machen. Plündern. Goldmünzen, 2 Resistenztrank, Munition, Beast Essence. Es ist irgendwie ein komischer Laden hier. Das Dörfchen hier. Was haben wir hier oben? Also ein Licht oder was? Ja, also wir können Attribute verteilen. So, wir sind bei der Stasis hier stehen geblieben. 2 Punkte benötigt. Ich sammle hier die Punkte. Ich möchte nämlich da auch was freischalten. Einhandklingenwaffen. Das möchte ich aber nicht haben. Feste Griff, schwere Einhandwaffen verursachen mehr Schaden. Schwere Einhandwaffen können. Stasis macht immobilisierte Feinde anfälliger für den nächsten Angriff gegen sie. Nehme ich. Ja. Kristallisation.
Wahnsinn, super. Und Talente können wir auch verteilen. Was haben wir hier? Wissenschaft Level 1 ermöglicht dir, einfache Tränke herzustellen. Ermöglicht dir, schwache Mauern mit Hilfe von explosiven Fiolen zu zerstören. Was haben wir da? Charisma Level 2. Reduzierte Preise. Ich möchte, was haben wir da? Handwerk Level ermöglicht dir, grundlegende Waffen und Rüstungsverbesserungen zu fertigen. Ja! Nehme ich, Handwerk. Ich werde Handwerk lernen, liebe Leute. Was haben wir da? Nö, zurück. So, überbringe. Ja, da haben wir da. Die Kinder von Tierfrade ist ja das Nebenquest. So, sehr gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt einmal überbringe Ulans Angebot nach Hikmet. Wir müssen nach Hikmet, liebe Leute. Wir müssen nach Hikmet. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Ich bin eh so überseeanfällig. Nach Hikmet. Dann werden wir mal schnell reisen nach Hikmet. Ich glaube, irgendwie können wir das. Ja, hier. Hikmet. Hikmet-Region. Außenpostenlager. Ja, Außenpostenlager. 9 Stunden reisen wir jetzt. Keine Ahnung, ob es jetzt hackt. Immer nämlich, wenn es ladet, dann hackt es auch extrem. Ich habe hier eben schon am Anfang gezeigt, wieder meine Gut-Drauf-Tasse. Weil ich einfach gut drauf bin, die nehme ich immer, wenn ich glücklich bin. Es ist einfach so genial, Leute. So, also, wir sind in der Hikmet-Region. Und werden auf jeden Fall weiterreisen. Nach Hikmet. Und da werden wir die Nachricht überbringen, dass der... jetzt sind wir in der Hikmet, im Hikmet-Lager. Und ja. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, also ob ich das jetzt beim Schneiden besonders merke. Es hackt viel weniger im Moment als sonst immer. Keine Ahnung, was da los ist. Warum das auf einmal jetzt weniger hackt als sonst. Wenn ich mich hier drehe, gut, hackt es noch immer. Wenn ich mich schnell drehe. Ja, keine Ahnung. Leute, ich bin Level 9 und schon bald. Es dauert noch ein bisschen, aber bald wieder Level 10, Leute. So, wir müssen nach Hikmet. Wir dürfen ja rein. Wir sind der Händler. Gesandte quasi. So, lasst mich durch, ich bin Arzt. So, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Stadt Hikmet, da sind wir jetzt. Da waren wir ja schon einmal. Und vielleicht können wir handeln auch. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich eigentlich habe. Das schaue ich gleich einmal nach. Schaue ich einmal nach, wie viel Geld ich habe. Ich habe nur 128 Gold, Leute. Das ist nicht viel. Das heißt, ich sollte Sachen verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich tragen kann. Wie viel kann ich eigentlich tragen? Schaue ich mir mal an. Ja, 110 Trari-Punkte von 200. Ist eigentlich noch nicht wirklich viel, Leute. Ulans Angebot überbringen. Sollte ich hier rauf marschieren? Ja, da oben. Da geht's rauf. In der Burg. Ja, sind wir in Hikmet. Your Excellency, I'm very sorry, but I can't let you in. For safety reasons, people from Teleme are not tolerated at the palace. Do you understand? Yes, of course. I'm so dangerous that I could attack the palace all by myself. Ich bin so gefährlich. Wie machen wir das jetzt? Greenblood, my friend. Do you need something? Was sagst du dazu? Fragen bezüglich? Nö, ich gehe. I must leave you. Wie machen wir das? Mit Petrus reden? Have you considered my proposition? It is a very good idea. But alas, I understand. Gehen. Okay, da können wir. Hä? Pass auf dich auf, mein Kind. Okay. Ich möchte hier rein. Your Excellency, I'm very sorry, but I can't let you in.
For safety reasons, people... Yes, of course. Okay. Überbringe Ulans Angebot nach Hikmet. Ich darf hier nicht rein. Wie geht's denn dann weiter? Muss ich mich da vielleicht einmal umschauen? Vielleicht hier rundherum einbrechen irgendwie. Das ist aber auch nicht so das Wahre. Da lasst mich da ja gar nicht rein. Okay. Dann muss ich einmal schauen, dass ich rausgehe, weil da haben wir eh ein Lager draußen. Dass ich vielleicht meine Mannschaft zurücklasse und dann alleine wieder hingehe. Vielleicht geht das. Hier oben habe ich ja mein Lager. Irgendwo. Und da gehe ich einmal rauf. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da reinkomme. Wenn das nicht funktioniert, dass ich es alleine schaffe, dann muss ich wohl eine andere Queste annehmen. Wird eine Herausforderung werden. Hier habe ich mein Lager. Hier sieht man schon den Rauch von meinem Lagerfeuer. Mannschaft hier versammeln. Die Gefährten versammeln. So. Die ganzen Gefährten hier versammeln und ich gehe alleine weiter. Oh, es hackt jetzt wieder. So, ich gehe jetzt einmal alleine weiter. Meine Gefährten sind hier. Bleiben jetzt vorerst einmal in diesem Lager hier. Und ich probiere es einmal alleine jetzt. Schauen wir mal. Ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, muss ich eine andere Queste annehmen. Dann bleibt man jetzt anders über. Ja. So, kommt doch. Was seid ihr eigentlich für Viecher? Ich schau nur kurz einmal. Okay. Komisch. Schweinekühe, Bullen. Ja, keine Ahnung. So, schauen wir mal hier rauf. Wieder. Aus Sicherheitsgründen. Müsste ich eigentlich... Keine Ahnung. Ob der mich jetzt reinlässt. Ich bin alleine jetzt. Your Excellency. Schon wieder sind die mit. I'm very sorry, but gibt's ja nicht. For safety reasons. Yes, of course. Ihr solltet ja nicht mit sein. Jetzt sind die wieder da. Leute, das ist blöd. Stelle ich die extra beim Lager ab und die sind auf einmal dann wieder da. Das ist bitter, Leute. Ja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich schaue mich mal hier in Hikmet ein bisschen um. So kann ich da eigentlich gar nicht rein. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt sind die wieder bei mir. Die werden ich nicht los, Leute.
Vielleicht irgendwie so? Weiß ich jetzt nicht. Ich schaue mich mal in Hikmet hier ein bisschen um. Nö, da geht's nicht. Ja, das wird sich jetzt nichts bringen. Leute, ich glaube, wir müssen ein anderes Mal wiederkommen. Ich schaue mal die Queste an. Überbringe Ulans Angebot nach Hikmet. Da kann ich ja noch gar nicht hin, Leute. Kommt 2 Tage später wieder. Der Mann mit der Silbermünze. Befrage den Händler von Neuserin, überzeuge den Händler davon, dir zu helfen. Komme 2 Tage später wieder. Werde ich dieser Quest einmal folgen? Ja, wir müssen diese Quest leider abbrechen. Somit müssen wir weiter reisen. Ja, können wir dabei nichts weitermachen und die lassen uns nicht rein. Steigen wir einfach um zur nächsten Queste. Nebenqueste. Was haben wir da? Ah, hier haben wir eine Truhe. Goldmünzen, magische Falle, Munition, Boric. Ich übersehe sicher einige Sachen zum Looten. Bin mir ziemlich sicher, dass ich... Aha. Was bist du für einer? Greetings. I immediately spotted that you are a real science enthusiast. I have all the potions you could ever dream of. And other things too. We also sell ingredients and we even craft on demand. So, what would you like? Schauen wir mal. Die etwas zubereiten lassen. Schauen wir mal. Giftiger Fall, magischer Fall, Magietrank würde ich gerne mal zubereiten lassen. Großer Magietrank. Biestresenz. Ja, da habe ich so viele Sachen. Ah, ich kann nicht. Der Preis ist so viel. Ich kann mir nur einen einzigen großen Magietrank leisten, Leute. Ich habe kein Geld mehr. Ja, ich muss verkaufen. Verkaufen. So. Alter rostiger Säbel. Den kann ich mal verkaufen. Uralter Kriegshammer, den kann ich ebenfalls verkaufen. Den brauche ich jetzt nicht. Schusswaffen habe ich sowieso. Ja, eine Pistole. Ich brauche keine Schusswaffen, Leute. Jagddonner, irgendwas. Jagddonnerbüchse. Ja, jetzt habe ich schon wieder einiges. Ha, cool. Rüstung. Banditenhut. Verkaufen. Alte, graue, beschlagene Rüstung verkaufe ich ebenfalls. Priesterhandschuh verkaufen. Ich kann ja innen alles verkaufen. Jetzt habe ich wieder Geld, Leute, ein bisschen. Das kann ich ebenfalls verkaufen. Stiefel, das sollte das. So.
Was kann ich da verkaufen? Flinkheitstrank, Ausdauertrank gegen Gefressenheitstrank, Rüstungssalbe. Was ist das? Wissenschaftslevel, Pistrasens. Okay, kann ich verkaufen. Für 8 Gold. Großer Heiltrank, Heil, Wiederbelebungspulver, Munition. Da kann ich die ganzen Munitionen verkaufen, Leute. Ich habe eh keine Waffe. So, Drachenblutharz. Bernstein. Stoppende Fallen, Bernsteine, okay. Kiefernharz. Obsidian. Fehlt Eisen, Roheisen, Zottiger, Schillerporling. Was ist das hier? Ah, Nebeltränke zur Flinkheits. Ah, grüner Speisetäubling, Zunderschwamm, Tollkirschenbeeren. Was ist das hier? Boric, Weißdorn, Galle. Also da brauche ich eigentlich alles. Was haben wir hier? Silberner Siegelring. Die Silberring tritt dann wieder Waffen verkaufen an einen Händler. Und Silberarmband. 12. So, jetzt habe ich 244 Gold, aber ich kann mir da eh eigentlich nicht wirklich was leisten. Jetzt bin ich wieder um einiges leichter. Und diese Folge ist schon vorbei, liebe Leute. Wow, wir sind schon in der Überzeit. Ja, dann sage ich mal Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast und hat mich wieder gefreut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Greedfall mit von und zu Zonk aus Österlande, liebe Leute. Ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal, Game Over und ciao.